Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zu Total War Rome Remastered. Manche von euch haben es ja vielleicht schon gesehen, dass ich es bereits schon im Livestream in diesem Early Access, wie ich es mal nenne, gespielt habe. Jetzt befinden wir uns in der normalen Early Access Phase und ich habe mir gedacht, ich mache hier ein Let's Play, ein kleines, zusammen mit Karthago, von dem ich weiß, dass es, glaube ich, viele von euch mögen. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, was ich spielen soll, ob ich Barbarian Invasion spielen soll, ob ich eventuell vielleicht auch den Alexander DLC spielen soll. Ich habe mich jetzt am Ende einfach für das Grundspiel entschieden. Ja, und es ist noch leider keine Zeit, irgendwie ein Review machen zu dürfen, deswegen bitte seht's mir nach. Ich darf momentan meine Meinung zu diesem Spiel noch nicht sagen. Ihr werdet aber meine Meinung auf jeden Fall noch hören. Die werde ich nämlich tatsächlich noch kundtun. Ansonsten, falls ihr nicht zu den Glücklichen gehört, die 50% Rabatt auf den Kauf der Remastered-Version bekommt, weil ihr zum Beispiel schon Rome 1 auf Steam haben sollte. Ich gehöre leider auch nicht zu diesen Glücklichen, habe aber kostenlosen Zugang von CA als Content Creator bekommen, was wiederum mein Glück ist. Aber der ein oder andere von euch hat vielleicht nicht so viel Glück und wünscht sich ebenfalls Rome Remastered und will nicht die vollen 30 Euro dafür bezahlen. Da kann ich euch an dieser Stelle einfach mal nur meinen Partnershop GamesPlanet empfehlen. Da bekommt ihr nämlich tatsächlich 14% Rabatt. Mit dem Rabattcode REMERPER bis zum 15.05. ist der gültig und damit könnt ihr einfach letzten Endes das ein bisschen günstiger bekommen, falls ihr es unbedingt haben wollt. Wenn nicht, ist auch egal, aber wenn ihr es euch holen wollt, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr unten das Ganze dann über den den Affiliate-Link natürlich macht, der in der Videobeschreibung sich befindet. Denn wenn ihr über den einkauft und dann an der Kasse dann den Rabattcode eingibt, dann unterstützt ihr auch noch mich und meinen Kanal. Und ich sage vielen lieben Dank, falls ihr das tun solltet. So viel dazu. Also, ich werde hier dieses Spiel spielen und zwar mit allen Erneuerungen an. Ich gehe jetzt nicht voll auf die einzelnen Sachen ein, diese Erneuerungen. Da gibt es inzwischen schon einige Informationen dazu. Das hier ist also quasi einfach nur ein ganz, ganz normales Preview-Let's Play. Ich werde jetzt auch nicht auf sehr schwer spielen, obwohl ich das schon unter Beweis gestellt habe in den Streams, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Ich werde das deswegen nicht tun, weil wir ansonsten eventuell einfach nicht vorwärts kommen. Nicht, weil ich einfach das nicht kann, sondern schlicht und ergreifend, weil die Gegner dann, also die KI-Nationen, dazu neigen, unglaublich viele Einheiten zu spammen. Ich werde auch nicht die realistische Regierung anmachen. Realistische Regierung bedeutet, dass Städte nur dann Gebäude bauen können, Einheiten bauen können, wenn ich einen Charakter vor Ort habe, also einen Kommandanten, der dann dort die Regierungsgeschäfte leitet. Das ist aber sehr, sehr praktisch. Das kann man hier anmachen, wenn man da so ein bisschen mehr Realismus haben möchte. Ich mache auch kein Schlachtenzeitlimit. Ich werde aber tatsächlich die kurze Kampagne nur anmachen. Haltet 15 Provinzen und besiegt und überlebt das Haus der Scipionen und Spanien. Also im Grunde eigentlich müssen wir Spanien und de facto eigentlich nur Italien einnehmen. Und ich werde mich versuchen, am Anfang erstmal so tendenziell hier auf, vielleicht haue ich die Römer auch gleich am Anfang weg. Oder ich werde es zumindest versuchen. Wir machen eine niedrige Beraterstufe, spielen Mittel und dann würde ich mal sagen, go! Letzte Nacht träumte ich etwas Schreckliches. Ich sah Karthago in Trümmern, unsere Tempel geschändet, ihre Schätze im Sande verstreut. Und das schreckliche Geschrei unserer Weiber rührt die Götter zu Tränen. Mein Sohn, setz dich ein Weilchen zu mir, auf das ich von unserer Stadt erzählen möge, denn schon bald wird ihre Geschichte in deinen Händen liegen. Wir Phönizier sind ein zivilisiertes Volk. Wir haben eine friedliebende Natur, unsere Gesetze und unser Streben nach Handel. Als Kaufleute und Siedler haben wir schon so manchen Reichtum an ferne Küsten gebracht. Doch durch das Stärken unserer Kolonien haben wir uns überdehnt. Und nun, wenn ich meinen Blick jenseits von Karthago schweifen lasse, sehe ich viele Gefahren. Die Kelten und Iberer, diebische Stämme, die unsere reichen Städte plündern. Blutrünstige Nomiden, unberechenbar wie der Wüstenwind. Die Griechen sind uns so ähnlich, doch so fremd in all ihren Werten und am schlimmsten die schwarzherzigen Römer, die Geißel aller, die ihnen begegnen. Studiere diese Völker und ihre Kriegslisten, mein Sohn,
Sei bereit. Lass den Traum dieses alten Mannes nicht wahr werden. So sehen also diese neuen Intros aus. Ich finde sie sehr, sehr schön gemacht. Gibt es im Grundspiel zu, glaube ich, jeder spielbaren Nation. Ich habe aber tatsächlich nicht jede einzelne angeklickt. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, also ob die Kelten und die Germanen zum Beispiel tatsächlich sich ein Intro teilen. Ne? So ein bisschen, weil die alle so ein bisschen, sage ich jetzt mal, barbarisch aussehen. So, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall Karthago, glaube ich, eine der wichtigsten Fraktionen in der damaligen Geschichte mit dem ewigen Konflikt, naja, fast ewigen Konflikt mit Rom. Wir haben jetzt hier von Anfang an hier schon Carales, Karthago, Lilybaeum und Syrakus halt noch nicht. Und hier haben wir auch schon die Römer so ein bisschen. Ach, und Thapsus haben wir. So, also ich gucke übrigens gerade zum allerersten Mal rein. Das hier ist quasi blind gespielt. Lasst uns jetzt erstmal gucken. Das hier ist unsere Hauptstadt. Da ist auch momentan unser Seitenerbe, der Hasdrubal, am Start. Wir sehen hier, das ist so ganz, ganz normal die öffentliche Ordnung. Also was halt quasi, wie die Leute halt gut gelaunt sind. Alles, was ein Wert, sage ich jetzt mal, über 100% ist, ist eigentlich schon ein Spitzenwert. Dann haben wir hier unser Bevölkerungswachstum. Das hängt von den entsprechenden Gebäuden ab. Steht auch relativ immer gut dran. Zum Beispiel dürfte hier das hier für Bevölkerungswachstum sorgen, wie ihr hier seht, also 0,5. Es gibt aber auch zum Beispiel die unterschiedlichen Gebäude, wie zum Beispiel hier auch Märkte, die Bevölkerung. Wachstum, wahrscheinlich durch Einwanderung oder sowas in der Art und Weise bewirken. Dann gibt es gerne auch mal der Tempel, aber nicht jeder Tempel verursacht Bevölkerungswachstum. Also es gibt hier eine ganze Menge an Faktoren, die zu solchen, also zum Bevölkerungswachstum beitragen. Man kann auch jetzt hier draufklicken und dann sieht man, wie das Ganze sich jetzt hier zusammensetzt. Wir haben also hier eine Grundfarmstufe. Dann haben wir hier gebaute Farmverbesserungen, was ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Die Nahrungsimporte von 1,5% erhöhen das Ganze. Wie die zusammenkommen, weiß ich nicht. Ich schätze mal durch Handel eventuell und auch durch weitere Gebäude. Ja, und dann gibt es natürlich noch Schmutz. Also damals hat man das nochmal, oder inzwischen ist es so, nicht mehr als Verarmung, sondern als Verschmutzung, was es ja im englischen Original heißt, bezeichnet. Das reduziert jetzt hier wiederum quasi diese Werte. Und ja, also dadurch kommt dann netto diese 7,5% zustande. Hier können wir auch sehen, dass jetzt hier zum Beispiel die öffentliche Ordnung genauso durch den Faktor, ja, Verschmutzung gehemmt wird. Nur, dass es hier mal 10 ist. So, dann sehen wir jetzt hier, das ist unsere aktuelle Bevölkerung. Geht übrigens hier immer auf das Gleiche, wenn man das hier öffnet. Wir haben 6000 Bevölkerung, die steigt jetzt hier um 7,5% pro Turn. Das heißt also quasi, dass die Bevölkerung immer schneller wächst, denn es sind dann nicht immer nur diese 7,5 auf die 6000, sondern immer auf den aktuellen Wert. Und wenn wir dann die 12.000 Bevölkerung erreicht haben, dann steigen wir hier eine Stufe auf und können dann ein, ja, weiterentwickeltes Statthaltergebäude bauen. Hier sehen wir, was diese Stadt hier für einen Umsatz macht. Komischerweise steht dran Einnahmen pro Zug 0. Das steht komischerweise immer dran, wenn man eine Mouse-Over macht. Trotzdem bekommen wir Geld, was wir hier oben sehen. Ja, und das hier sind die Steuereinnahmen, die wir dadurch machen. Wenn wir neue Gebäude bauen wollen, können wir entweder hier draufklicken oder wir können hier draufklicken. Das ist meistens ganz, ganz praktisch, dass es diesen Button hier gibt, weil es kann sein, dass es hier irgendwann mal voll wird und dann musst du rüber scrollen, dann ist dieser Klick auf diese Position hier meist die schnellere. Wenn wir Einheiten rekrutieren wollen, das ist hier dieser Tab hier quasi für die Siedlungsgebäude, dann haben wir hier ja die Möglichkeit, Einheiten zu rekrutieren. Wir haben dann auch gleich die Übersicht, was für Soldaten hier in dieser Stadt drin sind. Man muss dazu sagen, dass in Rome 1, und das ist eines dieser Faktoren, die ich persönlich, ja, sehr interessant finde, wir haben keine klassischen Garnisonen, die ihr aus modernen Total Wars kennt, sondern die Städte sind nur dann mit Soldaten besetzt, wenn ihr Soldaten in ihnen lasst. Ihr könnt also auch wirklich einzelne Einheiten aus den Armeen rausziehen und sie einzeln irgendwo hinstellen und rumstehen lassen. Das ist durchaus möglich. Ihr könnt dann zum Beispiel einfach sagen, ja, ich hätte ganz, ganz gerne, ja, diese Stadtmiliz hier, die relativ günstig im Unterhalt ist, aber wenn man Rechtsklick macht, dann geht das hier auf. Aber wie man sieht, nicht so richtig viel kann. Die könnt ihr dann zum Beispiel einfach frei durch die Gegend schicken. Einheiten können auch nicht wassern, es sei denn, ihr packt sie auf Flotten.
dann könnt ihr sie zum Beispiel verschiffen. Das macht die ganze Sache ein bisschen einschränkender, aber wie ich persönlich finde, durchaus interessant. Ja, das könnte man eventuell weiterverfolgen. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diese Einheiten zu rekrutieren. Es gibt noch die Bauern. Das Interessante ist, ne, die Bauern sind noch ein bisschen billiger als die Stadtmiliz, aber nach meiner persönlichen Erfahrung können die wirklich gar nichts außer rumstehen. Also die können die öffentliche Ordnung für sehr, sehr günstig Geld sehr gut erhöhen, aber fürs Kämpfen sind die nicht geeignet. Dann gibt es ja noch die Iberer-Infanterie. Können wir mal die Werte gucken. Ihr seht, die sind da schon mal deutlich besser, gilt aber immer noch als leichte Infanterie. Dann haben wir noch die Rundschild-Kavallerie. Ja, die ist auch durchaus brauchbar. Natürlich können wir dann auch noch hier ein Schiff bauen, die Bireme, weil wir einen Hafen gebaut haben. Hier den karthagischen Hafen. Da seht ihr auch gleich, das erhöht dann auch unsere Handelsflotten. Das heißt im Grunde einfach nur, wir machen ein bisschen mehr Geld durch Handel, wenn wir Handelsrechte mit anderen Nationen haben. Guck mal, was wir für ein Gebäude bauen könnten. Das hier würde mir hier nochmal die libyschen Speerträger ermöglichen. Speerträger sind echt wichtig, um gegen Kavallerie zu kämpfen. Rundschild-Kavallerie, Langschild-Kavallerie. Hier würde ich auf Plänkler kommen. Ich empfehle aber am Anfang erstmal so ein bisschen so ein Slowplay zu betreiben und erstmal dafür zu sorgen, dass man Einkommen entwickelt. Das ist so das Wichtige. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier Straßen, die kosten auch nicht viel. Da haben wir hier unseren Diplomaten. Diplomaten werden gebraucht, um Handelsabkommen mit anderen Nationen zu machen. Ich versuche jetzt erstmal mit Rom einen Handel zu schließen. Wenn man R drückt, kann man den Kollegen schneller laufen lassen. Und ja, deswegen schicke ich ihn jetzt einfach erstmal da hoch, um ihn dann hier rauszulassen. Man muss bloß aufpassen, es gibt in diesem Spiel keine klassischen Kriegserklärungen. De facto befinden wir uns alle, wie es auch historisch, glaube ich, eher korrekt war damals, in so einer, ja, nennen wir es mal neutralen, du greifst mich nicht an, ich greife dich nicht an Situation. Und wenn du mich halt angreifst, greifst du mich halt an. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt keine Kriegserklärungen, die erstmal ausgesprochen werden. Aber sobald halt einer den anderen angreift, geht halt die Laune runter und ab einem gewissen Punkt ist halt Krieg. Das heißt also letzten Endes, es ist nicht wie in den modernen Total Wars, dass man halt offiziell eine Kriegserklärung aussprechen muss. Was man allerdings aussprechen kann, und dafür brauchen wir wiederum einen Diplomaten, weil ansonsten kann man gar keine Diplomatie betreiben, sind zum Beispiel Handelsverbindungen, eventuell die Forderung von Tribut. Man kann auch den Gegner erpressen, so nach dem Motto, nehmt dieses Angebot an oder wir greifen euch an. Macht die KI auch sehr, sehr gerne. Und natürlich Bündnisangebote sind an dieser Stelle wichtig. So, das hier ist der Hanno. Der hat hier, also unser Seitenanführer, das dürfte, ich weiß gar nicht, also das ist eigentlich der Hannibal, sollte das glaube ich eigentlich sein. Der hat von Anfang an jetzt hier schon Rundschildkavallerie, tatsächlich Elefanten, zwei Iberer-Infanteristen, Balearen, Steinschleuderer. Ich glaube, das sind sogar eventuell schon Söldner, ich bin mir nicht ganz sicher, und noch mal numidische Söldner. Da haben die tatsächlich dran gedacht, dass es halt echt Söldner sein sollten. So, und ich bin echt am Überlegen, ob ich hier da schon zulangen soll. Wichtig zu wissen ist, ich kann Einheiten nur in Städten rekrutieren. Hier kann ich zum Beispiel nur jetzt diese lokal verfügbaren Söldner, Hopliten und Peltasten rekrutieren. Ich kann mal gerade mal gucken, was ich an Geld momentan netto mache. Netto-Rundeneingang sind 2031. Das kann ich jetzt, das heißt also, ich könnte mir diese Einheiten locker leisten. Was kann ich denn hier für Einheiten rekrutieren? Hier kann ich auf jeden Fall nochmal diese Speerträger rekrutieren. Das heißt also, ich werde diese Einheiten jetzt erstmal rausnehmen. Jetzt gucke ich erstmal, ob die öffentliche Ordnung noch okay geblieben ist. Die ist noch okay geblieben, das ist gut. So, dann geht ihr jetzt mal dahin, du dahin. Dann haben wir diese Armee jetzt hier schon mal, weil ich möchte mir eigentlich Syrakus holen, so schnell ich kann. Ich werde mir aber momentan noch die Söldner sparen, weil die ansonsten mir die Haare vom Kopf fressen, diese Runde. So, und das kaufen wir nämlich erstmal, oder was heißt kaufen, wir bauen hier für unser Städtchen hier, Lilibeum, auch noch eventuell Straßen. Ja, das ist schon mal, dass sich etwaige Handelseinkommen noch erhöhen, die wir noch brauchen. Und in Karalis, das ist noch eine ganz, ganz junge Siedlung. Da sehen wir, da haben wir gerade mal 700 Einwohner. Da geht es jetzt erstmal um das Wachstum. Deswegen bauen wir da die Rodung hin.
damit wir hier schneller also Bevölkerung ansiedeln können. Hier haben wir nicht mal übrigens ein Verteidigungsgebäude. Wir haben keine Palisaden. Das ist die erste Stufe der Verteidigung. Das ist einfach nur wirklich so eine Einzäunung. Keine besonders stabile. Aber bringt schon mal ein paar kleine Boni mit, wie ihr seht. Also zu, wie gesagt, Mauerverteidigung, dass überhaupt Türme da sind. Ansonsten sind, glaube ich, gar keine da. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe noch gar nicht mit einer Siedlung gespielt, die gar keine Einzäunung hatte. Ja, sieht aber auch noch darüber hinaus, dass das, ja, wie gesagt, überhaupt erstmal durchbrochen werden muss. Durchbrechen kann man übrigens diese Siedlungen nur, wenn man wirklich Rammböcke baut und so weiter und so fort. Oder später, wenn Steinmauern da sind, Belagerungstürme und Leitern. In diesem alten Total War Setting könnt ihr nicht einfach über Mauern klettern, was ich übrigens auch interessant finde als Feature. So, wir haben hier schon die Farmgemeinschaft. Hier kann ich die Kanalisation theoretisch bauen. Lasst uns auch erstmal hier auf die Straße setzen. Und wir haben natürlich auch noch hier drüben Möglichkeiten, wie ihr seht, ne? Habe ich völlig vergessen. Hier habe ich auch nochmal einen Diplomaten. Und den schicke ich doch jetzt mal auf die Suche nach etwaigen Handelspartnern. Was haben wir denn da für Truppen? Okay, haben wir auch schon ein paar Fernkämpfer, ein paar Nahkämpfer. Ich bin der Meinung, dass wir hier dringend eine Einzäunung brauchen. Deswegen bauen wir die als allererstes dahin. Und das Ding hier ist auch völlig neu, aber ich glaube nicht, dass es so schnell angegriffen wird. Deswegen mache ich eine Rodung hin. So, dann kann ich hier noch gucken, was die für Einheiten haben. Die haben auch nur ein paar Balearensteinschleuderer. Das passt für mich. Was mache ich mit der Flotte? Ich glaube, dich packe ich jetzt erstmal dahin. Und ich glaube, dass ich hier nochmal ein paar Truppen darüber verschiffe. Einfach, dass ich hier so rauslassen kann. Dann habt ihr auch gleich schon mal gesehen, wie man das macht in der ersten Folge. Wir können jetzt hier oben gucken, ob es noch irgendwelche Events gibt. Also das sind alarmierende Events. Da steht auch deswegen dran, Alarme. Das hier sind Neuigkeiten. Zum Beispiel irgendwas wurde gebaut. Und das sind einfach Berichte, so nach dem Motto, A hat B den Krieg erklärt oder sowas in der Art und Weise. So, dann haben wir noch weitere Agentenübersichten. Können wir mal gucken. Okay, wir sehen, wir haben jetzt hier unsere Agenten eigentlich alle bewegt. Der Kollege hier Euer Wille ist mir befehlt. Könnte zum Beispiel noch ihn hier Tarnung ist mein Mann. Ausspionieren, wie ihr seht. Das funktioniert so, oder man kann auch hier über diese Leiste hier dann etwaige Befehle hier unten vergeben. Aber momentan ist das nicht notwendig. Und dann sehen wir da, das hier ist noch die Übersicht meiner Flotten, das sind nach wie vor zwei, die Übersicht über meine Armeen. Ja, und dann haben wir noch die Übersicht über unsere verschiedenen Städte und die freuen sich eigentlich gerade eben alle, wie so ein Schneekönig. Gut, dann beende ich mal. Ah, hier, genau, Alarm, Spionbericht, erfolgreich. Aha, das Geld, das wir in diesen Spion investiert haben, hat sich als weise Investition herausgestellt. Die Mission gegen den Mann ist ein Erfolg gewesen. Seine Geheimnisse sind nun unsere. Ja, gut, was auch immer das für Geheimnisse sind. Wahrscheinlich sammelt er irgendwie Postkarten. So, jetzt sehen wir ihn hier rumlaufen. Der guckt jetzt hier unsere Armee an. Die Skipionen, das sind die Blauen. In Messana tun Dinge. Und da geht's schon los, Freunde. Da stehen wir uns jetzt hier gegenüber. Aber es kam noch zu keinem Kampf. Das will ich jetzt aber natürlich ändern. Das ist natürlich jetzt meine Gelegenheit, jetzt hier meine Stärkeposition auszuspielen. Da hole ich mir jetzt hier nämlich auch gleich schon mal zwei Söldner noch rein, um hier noch mehr Stärke zu haben. Du ziehst dich jetzt hier gerade eben mal zurück. Du gehst dahin. Und packst jetzt den Ah, kann ich nicht, Moment. Ja, mächtiger Herr. Das Schiff ist Wo ist mein Agent? Da ja, ist der Agent. Genau, der geht jetzt hier raus und geht jetzt bitte Richtung Rom. Ich hätte es auch an der Armee machen können. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel die Handelsrechte hier ihnen anbieten. Und ihr seht da unten schon, ob die das als ausgeglichen ansehen. Mal sehen, ob sie es annehmen. Es kann auch trotzdem sein, dass es nicht reicht. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Das mochten die tatsächlich. Man kann aber dann auch noch andere Sachen machen. Wie gesagt, Bündnis, das ist sehr fordernd. Das werden die also nicht machen. Das heißt also, ich muss ihnen theoretisch dann noch eine ganze Menge anbieten. Ich kann ihnen aber auch vorschlagen, ja, greift irgendjemanden an. Zum Beispiel, keine Ahnung, die
Rebellen oder sowas. Ne, also ihr könnt alle quasi theoretisch auswählen, die es gibt. Einmalige Zahlungen anbieten, regelmäßigen Tribut antreten. Karteninformationen kann man auch teilen. Das gilt hier übrigens als großzügig. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel sagen, gebt mir dafür ein bisschen Geld. Das gilt dann jetzt hier als ausgeglichen. Würdet ihr erwägen? Ja, guck mal, die wollen mir jetzt zum Beispiel ihre Karteninformationen nicht geben. Das ist interessant, aber das lohnt sich eigentlich auch. Ganz im Ernst, ich gebe ihnen meine Karteninformationen für dieses Geld, weil ich meine, das ist Standard-Rom. Die haben nicht viel Karteninformationen. Ein annehmbares Ansinnen. So, dann habt ihr es mal gesehen, wie das jetzt hier auch abläuft. Jetzt schicke ich dann halt einfach meine Flotte wieder zurück. Und ja, wir haben jetzt hier diese Schlacht gegen die neutrale Seite. Da wird zum allerersten Mal gewarnt. Dann beginnt nämlich automatisch der Krieg dadurch. Und jetzt stehen wir ihnen hier gegenüber. Und die Frage ist halt, ob sie sich jetzt das hier holen oder nicht. Jetzt haben wir halt auf jeden Fall Krieg gegen Syrakus an dieser Stelle. Das ist jetzt hier auch die Meldung. Und ihr seht halt quasi, dass diese Kriegserklärung halt letzten Endes durch dieses, nennen wir das mal, schlüssige Handeln entsteht, ne? So, dann können wir mal gucken. Wir haben hier momentan nichts gebaut. Ich denke, dass ich jetzt hier die karthagische Farmgemeinschaft mache. Hier sind die Straßen gebaut. Wir könnten die Straßen auch verbessern, aber ich bin immer ein Fan davon, erstmal diese ganzen Farmgemeinschaftssachen zu bauen. Hier wird noch gebaut, das sieht man jetzt hier. Hier wird noch gebaut, das sieht man hier. Und hier haben sie jetzt die ersten Palisaden errichtet. Dann bin ich der Meinung, bauen wir jetzt ja auch noch hier die Rodung rein. Und ihr seht, es geht so nach und nach, geht unser Geld jetzt hier so ein bisschen in die Binsen. Hier hätte ich ganz, ganz gerne erstmal die Rodung. Und dann können wir den Turn schon beenden. Okay, und da kommt jetzt hier, so wie es aussieht, Spanien auf mich zu. Spanien hätte gerne Handelsrechte, was ich eigentlich ganz, ganz cool finde. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die mich nicht irgendwie angreifen könnten. Ihr seht doch, die Beziehungen sind eher schlecht. Ihre Angebote, also die geben mir Karteninformationen und Handelsrechte. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich in Ordnung. So. Jetzt möchte ich natürlich hier die Armee der Syrakuser schlagen. Und dann haben wir nämlich auch noch eine Schlacht hier, eventuell. Ja, die rennt schon wieder weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann gerade übrigens keine Söldner mehr hier rekrutieren, weil wir keine mehr haben. Und das hier ist jetzt die klare Vorteilssituation. Ich könnte jetzt hier natürlich eine nächtliche Schlacht austragen. Dann würde ich Verstärkungen verhindern, aber sie haben keine. Ich weiß aber übrigens nicht, ob das irgendwelche Mali auf ihre Moral bringt, aber ich mache es einfach mal an, einfach weil die Nachtschlachten mega geil aussehen, das sage ich euch. Ja, wir könnten hier berechnen, aber wir kämpfen das jetzt hier natürlich. Denn ich möchte euch natürlich eine solche Schlacht zeigen, damit wir hier noch in der ersten Folge noch eine kleine Schlacht drin haben. Alles andere wäre ja irgendwie, ja, wahrscheinlich ein bisschen zu fad, ne? Welche Küste, die unseres Bluts ermangelt? Horas. Der Tod sei heute willkommen. Wenn wir sterben müssen, dann ehrenhaft. Und mögen wir viele Feinde heulend in das Jenseits schicken. Ja, die Generalsansprachen gab es damals. Die waren cool. Und merkt euch vor allem eins. Die Götter sehen uns heute zu. Sorgt dafür, dass sie sich nicht schämen müssen. Voran! So, ich mache jetzt mal warten, weil ich eigentlich keinen Regen haben will. Ja, das gefällt mir besser. So, Positionierung starten. Und was ganz, ganz wichtig zu wissen für euch ist, ne, dass ganz, ganz, also diese... Ach Gott, jetzt habe ich hier. Dass sich hier natürlich die ganzen, wie nennt sich das, Erleichterungen aktiviert habe, damit es einfach ein bisschen angenehmer zum Spielen ist. Man kann zum Beispiel jetzt hier die Einheiten hier hin und her schieben, damit man hier, ja, wie gesagt, überhaupt die Einheiten ordnen kann. Das hier sind die einzigen Hopliten, die ich habe. Ihr könnt sie auch einzeln anwählen, wie ihr seht. Ich sage Ihnen auf jeden Fall schon mal, dass keiner von Ihnen irgendwie vorstürmen soll.
Dann habe ich, Moment, einmal, zweimal Peltasten, die ich schon mal hier nach vorne packen kann. Hier ist Plänkeln an, schießen nach Belieben. Hopliten übrigens in dem Spiel extrem starke Einheit, also ich meine das ernst, extrem starke Einheit. Dann haben wir jetzt hier die Söldner-Kavallerie und da haben wir noch hier unseren Hannibal und natürlich nicht zu vergessen die Elefanten, die eine absolute Schockwirkung auf den Gegner haben werden. Nicht nur, weil wir zahlenmäßig hoffnungslos überlegen sind, sondern jetzt können wir hier, das hier ging früher auch nicht. Aber in diesem Spiel, in Remastered, könnt ihr das machen. So, der Feind kommt. Und wir werden jetzt hier gleich unsere Plänkler schon mal dafür benutzen. Ich kann die Elefanten auch schon mal hier auf die Flanke stellen. Hier habe ich noch die Schildkavallerie. Die packe ich dahin. Euch dahin. Und aus irgendeinem Grund schießen die schon auf diese große Distanz. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber sie tun es. That's magic. Habe ich auch noch nicht gesehen, Leute. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Die KI kann man übrigens relativ gut, sage ich jetzt mal, ja nicht unbedingt austricksen, aber man kann ihnen, warte mal, komm, hier schieße ich jetzt mal die entgegen. Also die KI wird sich jetzt hier diesen Einheiten entgegenstellen, so wie sie sich jetzt diesen Elefanten versucht entgegenzustellen. Man sollte seine Elefanten nicht von diesen Einheiten treffen lassen. Die ziehen sich auch sofort wieder zurück, wie ihr seht. Denn Elefanten sind nicht gut darin, solche Attacken zu überleben. So, meine Plänkler, bitte mal dahin. Ich schicke die jetzt einfach mal wirklich vorne. Also ich habe jetzt hier gerade eben die Fernkampfhoheit. Aber ihr seht, na, dieses Leuchten ist so cool. Ich gehe mal näher ran, dass ihr auch mal was seht. So, ich kann auch mal hier kurz mal ausmachen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Sicht. Ihr seht, die sehen auch nicht alle gleich aus. So. Aber ich muss natürlich auch weiterhin spielen. Ansonsten gehen die mir nämlich hier ordentlich auf den... Warte mal, was sind das hier? Milizhopliten. Ja, das können wir mal machen. Milizhopliten. Ihr werft auf die. Und ihr werft auf die. Zerstört sie! Können wir jetzt einfach mal schon mal hier so ein bisschen so einen Plänkelkampf machen. Einfach, weil es das Spiel uns jetzt hier an dieser Stelle erlaubt. Und das sind ihre einzigen Hopliten. Das ist so ziemlich ihre stärkste Einheit. Die können wir jetzt hier auch wunderbar zusammenschießen. Dann haben wir mit denen weniger Stress. Können schon mal jetzt hier die leichte Kavallerie dahin schicken, um eventuell die Peltasten da wegzumachen. Dann schicke ich jetzt meine Hopliten mal vor. Warte mal, ich kann jetzt die hier verfolgen. Und die werden auch nicht mehr so viel Bock haben. Der feindliche General zeigt seinen Wert. Er ist von dem Wunsch erfüllt, seine Haut zu retten. Und jetzt können wir de facto sie schon verfolgen. Das war's schon. Die Schlacht ist eigentlich gelaufen. Die da hinten haben sich jetzt hier schon gesammelt. Übrigens, wenn man die Einheiten auswählt, sieht man hier oben immer so quasi, wie viel an Kampfkraft eure gesamtpotenziellen Leistungen diese Einheit ausmacht. Was ich sehr, sehr schön finde. Du kannst jetzt die da drüben noch totschießen. Aber ihr seht, ne, das war jetzt natürlich eine, ja, eher eine Schlachtung und keine Schlacht. Sind wir mal ehrlich. So, wir gehen jetzt hier mit der Infanterie noch weiter vor, währenddessen wir hier auf dir schießen werden. Alles, was ich jetzt hier natürlich versuche, ist erstmal den Gegner jetzt hier endgültig aufzureiben. Und ihnen jeglichen Spaß am Leben zu nehmen. Die werden nicht mehr lange durchhalten, diese Hopliten. Die Söldner-Peltasten schiebe ich jetzt denen hier in den Rücken. Die können zwar nicht mehr schießen,
Der feindliche General ist tot. Nun werdet ihr sehen, wie mutig seine Soldaten sind. Und das war's dann für die Freunde. So, der Gegner ist geschlagen. Jetzt heißt es nur noch aufräumen an der Stelle. Und natürlich sollte man, ja, wie in den anderen Total Wars, die Gegner so schnell wie möglich wegräumen. Die entkommen jetzt hier, so wie es aussieht, leider. Der Sieg ist wahrhaft köstlich. Umso mehr, da er so entschieden ist. Ja, wir haben nur 7 Mann verloren. Wir können mal gucken, wer diese Kills gemacht hat. Das waren die Peltasten von denen. Und auf unserer Seite haben die meisten Kills die Balearen-Steinschleuderer gemacht. Man muss dazu sagen, dass es hier in diesem Spiel auch nicht zu ausschließlich Full-Stack-Kämpfen kommt. Weil halt einfach teilweise auch nur Teilarmeen unterwegs sind und manchmal auch ohne Generäle, was natürlich Vorteile mit sich bringt, wenn ihr einen General habt. Ja, und das sorgt dann letzten Endes dafür, dass ihr dann manchmal stark überlegen sein könnt, manchmal aber auch mit ganz, ganz wenigen Einheiten eure Festungen halten könnt, wenn ihr es clever macht. So, jetzt seht ihr hier quasi nochmal dieses Belagerungsmenü. Wir haben hier schon mal eine Stadt mit Steinmauern. Wenn es eine No-Palisaden-Stadt gewesen wäre, hätten wir nur das jetzt zur Auswahl. Aber daher, dass jetzt hier eine richtige Palisadenstadt ist, bauen wir jetzt hier quasi diese Kollegen. Ich empfehle übrigens die Rammböcke bei Städten nicht mit Steinmauern. Die werden ganz, ganz schnell in Brand geschossen. Die Dinger hier halten ein bisschen mehr durch. Leitern, ja, sind nicht so gut. Aber ihr seht, es gibt hier klare Baukosten, verfügbare Baupunkte. Das ist hier sehr, sehr schön transparent gemacht. Das kostet uns halt 65 Punkte. Dadurch weiß ich, ja, 65, das passt dreimal in die 214 rein. Deswegen kann ich 3 Dinger hier bis zur nächsten Runde bauen. Belagern und dann können wir theoretisch in der nächsten Runde angreifen. Ich suche jetzt mir hier nochmal eine weitere Handelsmöglichkeit, zum Beispiel mit den anderen Römern hier. Aber im Großen und Ganzen sind wir hier eigentlich schon durch. Ich hätte jetzt natürlich auch noch mit dem Agenten vorher reingehen können, das habe ich jetzt nicht getan, um zum Beispiel die Stadttore zu öffnen, was aber jetzt nicht mehr nötig ist. Ich kann ihn auch einfach hier reinschicken, um zum Beispiel jetzt hier in dieser römischen Stadt zu spionieren. Dann sehe ich, was da alles drin ist. Und ich sehe zum Beispiel auch hier, dass da ein paar Hastati sind. Gut, dann rekrutiere ich hier nochmal ein paar Einheiten. Oder in dem Fall halt einfach eine, damit ich hier nicht völlig mit heruntergelassener Hose dastehe. Und verabschiede mich an dieser Stelle hier. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, falls ihr tatsächlich Bock habt, schaut gerne wieder vorbei. Ich werde jetzt hier alle 2 Tage eine Folge hierzu bringen. Und falls ihr es euch holen wollt, ne? Ihr wisst, wo ihr es bekommt, ne? Bei meinem Partnershop Gamesplanet. Falls ihr nicht die Glücklichen seid, die da 50% Rabatt bei Steam bekommen, könnt ihr mit dem Rabattcode REMURPER 14% sparen, gültig bis zum 15.05.2021. Wenn euch das immer noch zu teuer ist, dann wartet halt auf einen Sale. Ist nur ein Angebot von meiner Seite. Ja, und wenn ihr das Ganze dann über den Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung tut, sage ich auch noch extra vielen lieben Dank dafür. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.